Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo Park zu Lyko de Bahia. Wie ihr schon sehen könnt hier, unschwer erkennen könnt, habe ich ein bisschen was weitergemacht. Und zwar habe ich hier offscreen ein bisschen versucht, ein paar Bäume zu pflanzen und so. Einige von den Bäumen, die schweben leider noch. Ich kann den leider nicht auswählen, doch. Denn ich habe die falsch kopiert. aber das werde ich dann versuchen zu berichtigen im Laufe der Zeit. Nichtsdestotrotz, wir sind zurück und wir sind wieder zurück in Park Zoologico de Bahia. Das ist einer der großen, ne? Ganz genau. Genau. Wir sind wieder da und es scheint zu laufen. Das sind alles die Mütter, ne? Ja. Okay, das ist wichtig. Pari. Ich weiß gar nicht, was ich heute machen soll. Hier, im Park Zoologico de Bahia. Unsere Spießböcke hier. Da schon ein Baby? Nee. Ich lasse ja hauptsächlich nicht laufen hier das Spiel, weil es ruckelt einfach zu doll. Ich habe übrigens einen, wie nennt sich das, einen Paten gemacht und zwar Malim. Es könnte auch sein, dass es Marlin sein soll, aber es ist jetzt erstmal Malim. Und ja, die Leute gucken hier bei den roten Pandas auf jeden Fall sehr gut zu, wie sich das gehört. Sind das die beliebtesten Tiere? Ne, Gorillas sind noch am blödesten. Dann haben wir hier unsere Hippos noch. Das ist ja eins der ersten Gehege und so. Nice, nice, nice. Der Zoo ist fast fertig, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich es jetzt mittlerweile auch hier mit Bäumen abgegrenzt, sodass das, sodass man da sieht, dass das hier zu Ende ist. Der Zoo. Und die Überlegung wäre jetzt noch, hier halt irgendwie was zu machen. Und es gibt noch die Überlegung, die Schwebebahn ganz zu löschen. Sieht das besser aus? Das sieht schon ein Stück besser aus, ne? Als mit. Jetzt war die natürlich immer ein Teil des Ganzen. Aber ohne sieht das halt echt ein bisschen besser aus, meiner Meinung nach. Bisschen mehr wie ein Zoo. Ach, es ist jetzt ein Teil. Es ist ein Teil des Parks. Die kleine Gondelfahrt hier. So sieht das nämlich aus. Sind die Besucher? Ah ja, die sind dann despawned. Es ruckelt einfach zu doll, wenn ich es laufen lasse. Ich habe übrigens auch ein männliches Rentier jetzt mittlerweile. Ich hoffe, das wird jetzt demnächst geliefert. Und ja, so sieht das nun aus. So kommt man dann langsam voran hier. Mühsam endet sich das Eichhörnchen. Das weg. Ich habe auch versucht, hier so ein paar Gebäude noch einzubauen und so. Hier zum Beispiel. Dann hatte ich hier irgendwo nochmal Essensstände hier unten. So, dass das Ganze ein bisschen abgeschlossener wird. Wir hätten hier noch eine Ecke, die noch nicht fertig ist. Sehe ich gerade. Das geht natürlich gar nicht. Aber nichtsdestotrotz sieht das ansonsten ganz gut aus. Mitarbeiter müssen sich anstellen. Bei was? Ist das bei der Tierpflegerhütte hier drin? Okay. Ja, das ist ja blöd, aber so ist das Leben halt, ne? Welches Gehege bist du denn? Pausenraum? Nee. Schuppentiere, okay. Und da drin ist ein Pfleger für... Für welches Ding? Die Susan? Die ist Pflegerin für Affenbereich. Okay. Dann hat die ja etliche Tiere zu machen. Die Mandrills sind auch cool. Das ist alles so cool. Alle Gehege sind cool. Mittlerweile habe ich mich mit dem Haus abgefunden. Das passt vielleicht doch ganz gut, die Riesenscheune hier. Ist doch vielleicht gar nicht so uninteressant. Unsere afghanischen Wildhunde haben wieder Tierbabys. Das ist ja noch so mit unser erstes Gehege, ne? Das war sogar das erste Gehege, die afrikanischen Wildhunde. Guck mal, wie viele Babys hier drin sind. Heftig. Wie viele haben die denn gekriegt, sag mal? Sind das alles Geschwister? 0, 0, 0, 0, 0. Heftig. kann man ja auch ruhig mal viele Kinder kriegen. 83 ist die Fruchtbarkeit und bei ihm 100. Ja gut, vielleicht liegt es da dran. Ach, das ist ja heftig. Okay, jetzt kann man hier stehen und dann kann man sich die afrikanischen Wildhunde hier angucken. Die 8 Millionen Babys.
Krasse Story, krasse Story. Dann haben wir die Hippos. Das ist immer eins der krassen Gehege, so ein Neophyt-Gehege hier. Mittlerweile sind die auch hier. Sind die noch zu dritt? Ja, aber die sind alt mittlerweile, ne? Oder? Wo liegt der hier? Na doch noch nicht. Aber hier paart sich trotzdem keiner mit dem. Achso, weil er unfruchtbar ist. Ja, okay. Deswegen haben wir kein Baby-Flusspferd. Kein Baby-Hippo. Kein Happy-Hippo. Die Bongos und so. Das ist ja mittlerweile gar nicht so schlecht alles. Finde ich. Wir gucken uns das ja wie immer nochmal ganz zum Schluss an. Aber ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen die Zeit nehmen, um zu gucken, ob es noch Sachen gibt, die ich verbessern muss. Bei den Gorillas hier hinten hätte ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen was machen können. Aber gut, das Gorilla-Gehege ist jetzt nicht so mein Bestes geworden, ne? Das Orang-Utan-Gehege macht dann mehr Spaß. Auch hier mit Überdachung und so finde ich das eigentlich ganz gut. Und dann kann man hier draußen gucken. Und dann sind die eh alle drin. Die doofen Orang-Utans. Hier kommt das Wasser raus, aber hier ist ein Wasserfall und so. Das ist alles gar nicht so schlecht. Bongo wird an Altersschwäche sterben. Das ist schade. Und wir haben auch so viel Geld und so. Also es ist ja alles so, wie es sein soll quasi bei Planet Zoo. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob ich noch hier irgendwo ein Gehege machen wollte. Aber wenn wir mal so gucken vom Zoo her, dann ist das alles gar nicht so schlecht unterwegs, meiner Meinung nach. Vielleicht wird es heute eine kurze Folge und nächste Folge ist dann die Folge, wo ich durchgehe. Aber das weiß ich gerade gar nicht. Die Elefanten und so. Also wir haben, ich muss halt gucken jetzt, ob wir irgendwelche Gebäude haben, die wir noch nicht eingebaut haben. Also wie das hier zum Beispiel. Lass die Ecke eventuell nochmal machen. Dann können wir auch ein paar Pflanzen reinmachen. Haben wir wenigstens was zu tun. Architektur. Und dann ist dieses afrikanische Holz irgendwo hier. Da. Guck mal, dann haben wir wenigstens was zu tun hier. In dieser Folge. Es nimmt dann natürlich ein Ende. Aber das heißt ja nicht, dass es kein Planet Zoo mehr gibt, ne? Das dürft ihr nicht denken. Ich bin schon sehr gut dabei, das nächste Projekt in Angriff zu nehmen. Das ist auch schon safe. Die nächste Planet Zoo Runde. Da bin ich schon fleißig am Bauen gewesen. Ich habe fleißig gebaut. So muss es ja heißen. So, hier ist der Informationsstand. Das sieht gar nicht so doof aus mit dem einen Holzding da. Und dann machen wir hier ein großes Informationsschild. Oder? So. Schwupp. Und schon ist hier eine Information. Sehr gut. Und dann brauchen wir hier natürlich ein paar Pflanzen. Dass sich das alles ein bisschen natürlicher anfühlt. Ein paar Palmen hier, ein paar Palmen dort. Und dann können wir hier den Bambus hin machen. Den obligatorischen Bambus. Der sehr gut als Tropenpflanze fungiert. Damit kannst du viele Sachen einbauen, die du dann nicht mehr sehen musst. Kann ich euch nur empfehlen. Baut mehr mit Bambus, Leute. Sieht gut aus. Und versteckt Sachen. Ich würde gerade sagen, wir haben gar keine richtigen Tiger hier bei uns im Zoo, aber wir haben ja da hinten ein Tigerhaus. Und Löwis haben wir auch. Also wir haben ja alles, was ein
was ein Zoo so braucht hier in dem Zoo. Es ist ja alles ein bisschen anders. Ich weiß noch, wie ich das gestartet habe. Es ist ja auch schon wieder ein paar Monate her. Und ich mir dann über einen Namen überlegt habe und so. Das ist alles gut. Hat sich das gut entwickelt, meiner Meinung nach. So. Darf man die kleinen Pflanzen natürlich auch nicht vergessen. So sieht das nämlich aus. Zack. Zack. Haben wir hier nochmal eine Palme. Guck mal, dann haben wir die Ecke auch ganz gut abgeteilt hier. Da ist dann alles hier mit Pflanzen voll und sowas. Das ist doch genau das, was es bedarf. So. Guck mal, das sieht doch... Sieht das nicht gut aus? Doch, ne? Da hat die Ecke hier auch nochmal ihre Pflanzen gekriegt. Ach, guck mal, hier ist auch nochmal ein Häuschen. Das Forschungszentrum, das können wir aber wegmachen. Das wollten wir ja nur kurz behalten eigentlich. Und dann können wir hier natürlich auch nochmal ein paar Bäume hinstellen. Und wenn ich was verstecken will... So wie die Sachen, dann baue ich viel diese großen Bäume hier. Die machen halt ein gutes Feeling. Die sind halt eigentlich so riesig, dass du die nicht dahin bauen würdest. Aber für das, was du hier machst, ist das eigentlich ganz gut. Und dann zwischendrin streust du auch mal die anderen hier, diese Monsterbäume hier. Und schon fällt das gar nicht auf. Schon ist das sehr natürlich. Meiner Meinung nach. Haben wir jetzt noch irgendwo eine Stelle, wo wir nochmal ein, zwei Pflanzen hinstellen können? Hier geht natürlich auch nochmal was palmtechnisch. Dadurch, dass das hier halt ein Tropenzoo ist. Aber ansonsten? Ansonsten geht das doch alles, oder? Ich finde es gut. Wir haben unseren Tropenzoo ganz gut im Griff gekriegt. Guckt euch das mal an. Oh, Ruckel. Es ruckelt halt auch viel, ne? Deswegen kann ich es nicht laufen lassen. Ach ja, Park Zoologico de Bahia. Guckt ihn euch an. Von oben mittlerweile. Nächstes Mal laufen wir mal ein bisschen durch, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, was da noch so passiert. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Wir sehen uns. Bis dahin. Haut es mal rein. Tschüss, Leute.